Ja, hallo, liebe Individualisten und herzlich willkommen im Nationalpark Donauern. Ich bin der Chris und ich bin nicht alleine unterwegs. Wie schon angekündigt, ist nämlich mit mir heute unterwegs wieder der Tiroler. Wir haben jetzt eigentlich fast die Hälfte unserer Tagesstrecke schon fast geschafft. Wir sind bei, ja noch nicht ganz, aber fast bei Kilometer 15. Mit dem kleinen Umweg, den wir hatten, sind es sogar schon ein bisschen mehr. Erste Etappe sind irgendwas um die 34, 36 Kilometer, irgend sowas. Dort werden wir dann unseren Nächtigungsplatz haben, dazu aber später mehr. Ja, wir sind jetzt um 7:30 ungefähr losmarschiert, sind jetzt schon so 4,5 Stunden sowas in etwa unterwegs, schon gut Kilometer gemacht. Wir spüren schon ganz gut unsere Beine, aber es ist noch okay. Jetzt sind die Beine wieder in Ordnung, jetzt sind die Schultern wieder weg. Ja, wir haben jetzt auch ein bisschen den Weg gewechselt. Wir waren vorher unten auf dem Asphaltweg unten unterwegs. Haben jetzt gewechselt hier auf den doch weicheren Forstweg hier. Deutlich angenehmer zu gehen, also für die Füße deutlich besser. Ja, was haben wir eigentlich vor? Ich habe schon gesagt, Nationalpark Donauern. Wir sind unterwegs von Wien nach Bratislava. Genauer gesagt sind wir bei der Donaubrücke gestartet und sind jetzt im Prinzip unterwegs am Donauradweg entlang, dem Eurovelo 6. Ja, an der Stelle auch kurzer Teaser an meine lieben Freunde aus Tirol vom Kanal Life is Outdoors. Also ihr könnt auf dem Radweg auch da herunterfahren, bis zu uns. Nein. Ja, nein, kleiner Spaß. Also ich weiß, ihr macht ja gerne immer wieder mal Radtouren im Sommer und so. Deswegen, ja, wenn es euch mal da vorbei verschlagt, meldet es euch natürlich. Aber wir sind heute zu Fuß unterwegs, nicht mit dem Rad. Und die ganze Strecke sind dann eben ca. ja, 64 Kilometer sowas. Und erste Etappe, wie gesagt, heute so um die 36 rum bis zum Campingplatz, also zum Zeltplatz eigentlich. Campingplatz ist es nicht. Und ja, wie gesagt, knapp die Hälfte haben wir schon. So geht es uns eigentlich noch ganz gut. Und jetzt zeige ich euch noch ein bisschen die Landschaft, weil wir sind ja hier in den Auwäldern der Donau unterwegs. Und ich glaube, das ist nicht ganz uninteressant. Die Sonne kommt raus, traumhafte Landschaften hinter mir hier in alter Seitenarm der Donau, traumhaft, einfach nur traumhaft schön, Wahnsinn, echt geil. Und das Einzige, was man hört, ist ein Flugzeug, ist aber nicht weiter verwunderlich, weil nur da ein Stück weiter oben ist der internationale Wiener Flughafen Schwechat. Dementsprechend ist natürlich auch Flugverkehr, aber es ist okay, es ist erträglich. Tiroler macht gerade irgendwie einen auf Pause. Schauen wir mal, was er vorhat. Meine Faulheit wird sich noch bezahlt machen.
Ich muss aufkommen. Mir Schildkröte, die auf dem Rücken liegt. Jo, wir waren jetzt noch kurz in einem kleinen Gasthaus, kurz was trinken. In Ort an der Donau haben wir einen kleinen Umweg gemacht, weil wir noch ein bisschen unsere Wasservorräte auffüllen wollten. Und die meisten, oder eigentlich alle bis jetzt, von den Wasserstellen, die da entlang von dem Radweg sind, abgedreht waren, beziehungsweise gab es eigentlich eh nur welche in Wien, wo wir noch gar keine gebraucht haben. Und da herunten gab es jetzt halt keine. Und wir wissen nicht, ob die auf unserem Lagerplatz unten dann schlussendlich noch aktiv sein wird oder nicht. Deswegen haben wir gesagt, okay, wir holen uns da nochmal ein bisschen Nachschub. Sicher ist sicher. Ich habe zwar Wasserfilter alles mit, aber Leitungswasser ist halt dann doch von der Qualität her ein bisschen besser. Ja, wir sind jetzt da von Ort an der Donau wieder unterwegs, zurück zum Eurovelo 6, also zum Donauradweg. Schon wieder im Nationalpark, wie ihr sehen könnt. Gehen jetzt da quasi mitten durch die Auwälder durch. Natürlich auf den Wegen, logischerweise. Nicht irgendwie querfeldein. Also nicht im Nationalpark, definitiv nicht. Ja. Sonne wird, ja, ich schätze mal so halbe, dreiviertel Stunde noch da sein, bevor sie untergeht. Das heißt, wir werden definitiv nicht mehr bei Tageslicht ankommen. Macht aber nichts, wir haben unsere Stirnlampen mit. Haben wir kein Problem. Machen wir halt noch eine kleine Nachtwanderung draußen. Ne? Macht ja auch nichts. Jo, und ich würde sagen, wir marschieren jetzt mal ein bisschen weiter. Und mal schauen, was sich da noch so ergibt. Spätestens am Lagerplatz melden wir uns dann wieder. Jo, wir sind mittlerweile bei Kilometer 27 und ich habe da jetzt gerade so ein kleines Motivationsvideo jetzt für euch. Ist das nicht herrlichst, diese elendslange gerade bis in die gefühlte Unendlichkeit? Okay, ganz ehrlich, uns demotiviert das gerade ziemlich. Aber es kann irgendwie gerade gar nichts. In die andere Richtung, wenn ich das Stimmt, das Schöne ist, es ist in der anderen Richtung auch nicht besser. Also, wir laufen da jetzt schon ziemlich lange auf dieser langen Geraden da dahin. Ist nicht gerade abwechslungsreich. Ja, aber mei, es gehört halt auch dazu. Ja Leute, wir liegen mittlerweile in den Schlafsäcken. Sowohl ich als auch der Tiroler. Servus! Wir haben es jetzt uhrzeitmäßig, irgendwo Richtung 9 Uhr in etwa. Und die letzten Kilometer waren echt einfach nur mehr brutalst. Das war wirklich nur mehr abartig. Und wir waren dann wirklich froh, wie wir da waren. Haben jetzt noch was gegessen. Und werden jetzt einfach nur mehr ins Bett fallen, schlafen. Mehr ist einfach heute nicht mehr drin. Ich möchte euch aber
noch was zeigen und deswegen habe ich nochmal die Kamera angemacht. Ich habe nämlich etwas mit, was heute das erste Mal zum Einsatz kommen wird. Und zwar das hier. Socken. Das sind, ja, Socken, genau. Wie der Tiroler im Hintergrund schon so schön sagt, ne? Aber das sind jetzt keine Normalsocken, also es sind Wollsocken, ganz offensichtlich, klar. Aber das sind jetzt keine normalen Wollsocken, so wie man die normalerweise im Handel kriegt. Sondern die habe ich bekommen von der Maju aus Estland. Ihr Kanal ist Hiker in Estonia. Ich verlinke euch das natürlich unten in der Videobeschreibung. Und ihre Großmutter hat diese Socken handgestrickt. Das ist schon mal die erste Besonderheit. Und die zweite Besonderheit ist, dass das nicht nur normale Schafswolle ist, sondern in diesen Socken ist auch, ich glaube, 25% oder 50% Hundeunterwolle mit eingearbeitet. Also mit eingesponnen in die Schafswolle. Und Hundeunterwolle ist zum einen deutlich wärmer, nochmal als es Schafswolle ist. Man kann sie aber halt nicht alleine verarbeiten, deswegen muss man sie immer mit Schafswolle verspinnen. Und zum anderen angeblich hilft es auch bei rheumatischen Beschwerden und solchen Sachen. Ob das stimmt, ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht, kann sich auch um ein Märchen handeln. Aber Majos Großmutter meinte, das ist so. Auf jeden Fall ziehe ich die heute dann in meinen Schlafsack an, weil ich tendiere dazu, im Schlafsack kalte Zehen zu haben. Ich oute mich hier an dieser Stelle. Ja, und ich denke, mit den Socken wird es definitiv nicht passieren. Ja, die wollte ich euch noch zeigen. Lagerrundgang gibt es dann morgen, den mache ich heute nicht mehr. Es ist stockfinster. Und ja, wie gesagt, ich bin auch hundemüde. Ich will jetzt eigentlich nur mehr schlafen. Es ist einfach nur abartig. Wir haben ursprünglich geplant gehabt, bis hierher 38,5 Kilometer. Haben aber dann eben noch den Umweg über Ort an der Donau gemacht. Das heißt, es waren jetzt heute an dem Tag, ich schätze mal so 41 Kilometer, also knapp an der Marathondistanz. Wir haben morgen nochmal 25 vor uns. Das wird nochmal ziemlich heftig, glaube ich. Aber dementsprechend schauen wir jetzt einfach, dass wir ins Bett kommen, dass wir ein paar Stunden Schlaf kriegen. Unsere Körper sich ein bisschen erholen und regenerieren können. Ja, in dem Sinne mache ich jetzt mal Schluss für heute. Wünsche euch eine gute Nacht. Und wir sehen uns dann morgen wieder. Bis dahin, Leute. Ciao, ciao. Guten Morgen, Leute. Es ist jetzt kurz vor 7 Uhr. Wir haben um die minus 3 Grad. Die Nacht war grundsätzlich ganz gut. Isom hatte halt wieder etwas an der Grenze, aber es war okay. Also alle Stunden mal umdrehen oder so. Aber sonst war es in Ordnung. Der Tiroler ist noch in seinem Schlafsack. Ja. Mal schauen. Demnächst dann einmal Frühstück machen. Alles zusammenpacken. Vielleicht noch einen kurzen Livestream, bevor wir aufbrechen. Also, wie war die letzte? 24, 25 Kilometer an. Jo. Bis später.
gewaltig. Hammer geil. Der erste Blick auf Bratislava, dort hinten. Da müssen wir jetzt noch hin. Das sind noch ca. 8 Kilometer. Ja, wir sind schon ziemlich fertig. Aber weiter geht's. So, wir haben jetzt noch ca. 5 Kilometer bis zur Altstadt von Bratislava, unserem Ziel dieser Tour. Und stehen jetzt gerade genau an der Grenze Slowakei zu Österreich. Ja, es ist gerade schon wieder extrem zach. Also wir merken echt den gestrigen Gewaltmarsch mit den gut 40 Kilometern ganz gewaltig. Aber die letzten 4-5 Kilometer, die ziehen wir jetzt auch noch durch. Und so ganz nebenbei, während wir da so auf unserem Weg nach Bratislava sind, finden wir da eine militärische Anlage aus dem Zweiten Weltkrieg. Und den Lost Place direkt am Weg. Den können wir uns nicht nehmen lassen. Links oder rechts? Gehen wir mal links. Gehen wir mal links. Und gehen wir unten auch noch. Zack. Ich verfolge mal den Presshälter. Ja. Das heißt, es hätte da jemand übernächtigt. Beobachtung von Schießöffnungen. Sein, weil da geht die Rohre rein. Ja. Da Leute, da oben, da sind irgendwelche Lüftungsrohre, so wie es ausschaut. Generator kommen. Da war wahrscheinlich irgendwie Generator und Lüftungsanlage, irgendwas in der Richtung. Da wieder Beobachtungsschießöffnung. Geschützt dann? Ja, das war's. Dann da oben. Der Geschützturm. Schützer, ja. Ja. Kann natürlich auch sein, dass das da hinten auch irgendwie als für die Munition oder so war. Das Ganze ist vermutlich als Verteidigungsanlage gegen die Nazis gebaut. Ziemlich weit runter, oder? Da gibt es auch ein unteres Geschoss. Mal schauen, ob wir da vielleicht nachher noch runterkommen. Das wäre natürlich schlecht. Jetzt schauen wir mal da weiter, was wir da noch haben. Auf jeden Fall die Schildstellung. Ja, das definitiv. Das ist eine MG-Stellung, würde ich sagen. Ja. Schweres MG, vielleicht sogar überschweres.
ein kleines Rennchen. Nicht weiter. Und da vermutlich nochmal der zweite Geschützturm, genau. Dann nochmal der Turm. Und jetzt schauen wir mal, wo wir da runterkommen. Aber ich habe gedacht, dass nicht so ist. Gut. Das heißt jetzt, ich halte noch ganz kurz die Kamera und danach übernehme ich. Ach, ist ja alles massiv. Danke sehr. Ja, unser Geschoss. Ach, so. Dann kann der Chris mit seine Kamera runter, der wenn er will. Das kriegen wir, glaube ich, so auch hin, oder? Okay. Ja. Ja, und jetzt von der eigentlichen Buchung. Jetzt sind wir in der eigentlichen Buchung. Können wir dann übernehmen. Der ist ganz schön groß. Geiler, was der hier ist. Da waren wahrscheinlich die Quartiere. Das war der. Ich mal. Manche jetzt gerade hier. Das ist auch schon. Ich könnte vielleicht so einen kleinen Lagerbereich gehen. Möglich, ja. Absolut. Okay, das war wahrscheinlich irgendein Aufenthaltsraum, mal Speisesaal. Denke ich in der Richtung. Kommt ganz gut hin. Und dann noch mal ein kleines Lager. Soll ich das hinnehmen? Ich glaube, es geht. Kleines grünes Bess, Abschluss-Highlight von Ziel. Stark. Wer hätte damit noch gerechnet, am Ende dieser Tour direkt nochmal so einen Platz? Hammergeil! Einfach nur hammergeil! Und ich kann euch sagen, das gibt nochmal richtig Energie jetzt auch für die restlichen Kilometer noch nach Bratislava rein. Das ist nochmal ein richtiger geiler Kick gewesen. Hammer, Leute. Absolut Hammer. So, über die Brücke da vorne müssen wir dann noch drüber. Und die bringt uns dann in die Altstadt
von Bratislava. Ihr seht da oben hinter den Bäumen die Burg. Da oben. Und das Parlament von der Slowakei. Soweit gehen wir allerdings nicht hoch. Hoffe ich. Nein, gehen wir nicht mehr. Wir müssen dann schauen, wo der Bahnhof noch ist. Aber jetzt heißt es erstmal zu der Brücke kommen und rübergehen. Ja Leute, ihr seht da hinter uns die berühmte Brücke von Bratislava mit dem Restaurant oben im UFO. Und ja, wir sind da, wir haben es echt geschafft. Es ist unglaublich. Wir haben jetzt 62 Kilometer in den Beinen seit gestern. Unglaublich. Wir packen es gerade selber irgendwie nicht. Ein paar Kilometer noch mehr, wenn nicht sogar, gell? Sogar ein bisschen mehr. Mit den Umwegen sind es wahrscheinlich sogar 62, 63. Wir packen es gerade irgendwie überhaupt nicht. Aber wir haben uns gedacht, es gibt eigentlich keine bessere Gelegenheit, um das da zu verkosten. Wer es nicht gesehen hat, da drinnen ist Whisky vom Kanal Survival Ost, wo ich auch immer noch den Patch mit mir rumschleppe. Lieber Martin, ich glaube, das ist eine ziemlich gute Gelegenheit, um dieses Tröpfchen zu verkosten. Du weißt, ich trinke normalerweise eigentlich so gut wie keinen Alkohol, also fühl dich verdammt nochmal geehrt, ja? Also dann Leute, ich wünsche euch etwas. Prost. Und ich kann es nicht verantworten, dass der Christus alleine trinkt, deshalb muss ich ihn da unterstützen. Sag klar. Ja. So, das kann ich nicht alleine trinken, das geht gar nicht. No? Da ist nicht so viel drin, was ich glaubt habe. Mhm. Der ist aber gut. Auf jeden Fall. Top. Hammer. Den kannst du mitnehmen, wenn du zu uns kommst. Oh ja. Also dann, Leute, wir schauen jetzt mal, dass wir in den Stadt kommen. Ja Leute, wir sitzen im Bus zurück nach Wien. Jawohl. Geile Tour, extrem anstrengend, aber einfach nur geil. Ich möchte die Erfahrung nicht missen, auch wenn ich total zerstört bin. Ich glaube, der Tiroler auch. Aber hammergeile Tour. Jetzt fahren wir mit dem Flixbus zurück nach Wien-Erdberg. Von dort dann noch kurz in die U-Bahn, zurück zum Auto. Ja, und dann war's das für die Tour. Ich hoffe, es hat euch gefallen, es hat euch Spaß gemacht, uns zu begleiten. Wir haben auf jeden Fall ein geiles Erlebnis, ein geiles Abenteuer hinter uns, an das wir noch lange denken werden. Und wenn es euch gefallen hat, lasst mir einen Daumen da, abonniert meinen Kanal, wenn ihr es noch nicht habt. In dem Sinne wünsche ich euch jetzt alles Gute, viel Spaß auf euren Touren, schaut, dass du rauskommst. Bis zum nächsten Mal. Euer Chris und der Tiroler.